Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris, ihr Lieben. Und jo, zu einer neuen Folge in der Vereinigten Stellaren Republik. Ja, nach dem Krieg versuchen wir hier so ein bisschen die Wirtschaft zu konsolidieren. Wir haben eine Präsidentschaftswahl am Laufen. Da scheint es, dass es eventuell die Eva Hernandez wird, verwaltet den Schleiersektor. Und ja, wir werden hier jetzt einfach weitermachen. Ihr wisst ja, Business as usual. Und ich wollte noch mal ganz kurz gucken. Wir hatten ja noch mal angefangen, die Forschungsschiffe auch zu besetzen. Ja, hier ist jemand. Aber Karmakpech wird noch, glaube ich, kolonisiert. Ne, genau. So sieht's aus. Die Armstrong fliegt. Wohin fliegt sie eigentlich? Hier nach hinten, nach Xora, ne? Ah ja, nach Gizmec. Ja, super. Ich wollte mal kurz gucken, was wir... Ah, hier muss man ja richtig scrollen jetzt gerade, ne? Was wir gerade bauen in der Schiffswerft. Ja, wir bauen eine neue Flotte gerade auf. Ja, okay, das warten wir nochmal ab, bis wir den Rest machen. Und dann lass ich mal ein bisschen laufen, ne, hier. Neue Herrschaftsmandat. Daughter of Mubi, wer ist denn das? Wer ist Präsidentin? Ach, sie ist Präsidentin geworden, okay. Fehlt irgendwo was? Bei den Raumschiffen? No. Nö. Alles gut, alles entspannt. In den Sektoren gucke ich nochmal nach. Alle besetzt, perfekt. Geforscht wird auch. Wir haben eine neue Föderationsstufe freigeschaltet. Das ist nice. Müssen wir mal gucken. Und was für ein Mandat die neue Präsidentin hat, das spielt auch noch eine Rolle. Urbanisierer. Zwei Distrikte bauen. Stadtdistrikte. Okay, müssen wir uns angucken. Wir hatten wir schon angefangen, eigentlich unser Habitat zu bauen. Wir haben ja unser Saturn-Habitat. Das wird gerade gebaut. Weil wir haben ja schon im Jupiter ein Habitat gebaut, das Jupiter-Habitat. Ja, sehr kreativ mit der Namensgebung. Und ratet mal hier, bei Merkur haben wir das Merkur-Habitat. Sehr schön. So, kann dann weiterlaufen. Ach, hier, ja, der Krieg gegen die Lolendra-Autokratie läuft ja noch. Unsere Bündnisgenossen haben sich dafür entschieden. Wir mischen da jetzt nicht so mit. Ich denke mal, die kriegen das alleine ganz gut hin. Wenn das irgendwie anders kommen sollte, dann helfen wir da mit. So, nochmal ganz kurz die Sektoren immer im Auge behalten, ob wir da was benötigen oder nicht. Wir haben Probleme mit den Konsumgütern, klar, aber alles andere hat sich so leicht erholt, habe ich den Eindruck. Wir könnten noch gut bisschen mehr Konsumgüter eigentlich gebrauchen. Ich werde das Relikt nochmal aktivieren. Gehen wir nochmal ein bisschen Legierung. Ja, da werde ich mal jetzt schauen, dass wir mal die Xora-Station weiter verbessern. Irgendjemand, Wissenschaftler auf der VSS Clark, hat sich verbessert. Ja, was machen wir hier? Noch brauchen wir hier diesen Krieg. We have detected hostiles. Oh, feindliche Flotten. Lolenda Autocracy, was machen die denn hier bei uns? Achso, nee. Bei den Tzekien sind die. Aber warum kriegen wir die Meldung? Naja, egal. So, weiter geht's. So. Ja, jetzt bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Wir warten, dass die Flotte sich aufbaut. Dann werden wir weitermachen. Bauen fleißig an unseren Habitaten. Und beobachten das hier weiter. Anführer verstorben. Gouverneur Eva Hernandez mit 82. Gouverneurin vom Schleiersektor. Na, gucken wir mal. Rekrutieren wir dann eine neue? Kriminalität. Also Leute, die Kriminalität drücken, die liebe ich. Deswegen nehmen wir ihn. Dolok wird gerade kolonisiert. Perfekt.
Und wir schauen nochmal nach, ob es neue Anführer gibt. Gute. Eigentlich schon, ne? Schauen wir uns mal an. Palette. Eigentlich können wir beide nehmen. Nehmen wir mal alle, die gehen. Die werden wir dann ausbilden. Wenn es denn, sobald es dann geht, ne? So. Ja, große Warterei gerade. Evamakus entsteht die neue Flotte. Das müssen wir nochmal abwarten. Our sign ship is under fire. Ups, eines unserer... Was ist hier los? Was ist denn da los? Sind das Piraten oder was? Können wir da fliehen? Komm, flieh bitte. Wo ist unser Schiff? Da. Construction completed. Kann er fliehen? Ja, ist geflohen. Ja, dann nehmen wir mal einen anderen Weg, ne? Würde ich mal sagen. Wo sollte der hin? Ins Xora-System, ne? Nimmt er dann den richtigen Weg? Ja, wir fliegen quasi einmal rum. Und in Clank können wir jetzt mal wieder gucken, was wir hier machen. Clank ist eigentlich eine Forschungswelt, ne? Weil hier die Sozialforschung plus 25% erhält. Das müssen wir so machen. Das ist eine Forschungswelt. Ja. Wie sieht es mit der Kriminalität aus? Aus Zweigstellen. 75 Bewohnerjobs. 85, 93. Ja. Ja, wir werden hier forschen. Das ist eine Forschungswelt. Ganz einfach. So, unsere Schiffswerft baut hier weiter fleißig. Noch 12 Schiffe. Dann haben wir nochmal die vierte Flotte zusammengestellt. Feine Sache. Gulk-Wurki-Koalition. Wie ich mich geärgert hatte, als die hier so eine Enklave sich gegriffen haben. So, was können die uns anbieten, die Racket-Industriellen? 100. Die sollen mal weiterfliegen. So, Nazi-Gier. So, Nazi-Gier. Stellt sich die Frage, was wir hier dann machen wollen. Das ist eine... Wir haben hier eine Kampagne gegen Kriminalität laufen, ne? Stellt sich die Frage, können wir das? Aus 190, Leute. Nee, 90 von Bewohnerjobs. Was habe ich denn hier für Bewohnerjobs? Minus 70. Also wenn ich die minus 70... Ja, okay, wir schauen mal kurz. Also, wir haben von Bewohnerjobs minus 40, 152... 60 kommen dazu, 150. Ich werde den mal weiter ausbauen. Die Polizei, die Halle des Urteils wird hier mal gebaut. Und während das läuft, pimpen wir mal so ein bisschen unsere, ja, unsere Sektoren. So, wie sieht's hier aus? Verteidigung, die sind nicht aktuell.
We have detected hostiles. Die werden wir mal verbessern. Schon wieder Hostiles? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ach so. Ja, nicht in unserem Territorium. Gut. Ja, das mit den Konsumgütern, ne? Uiuiui. So. Ja, während das läuft, warten wir nochmal ab. Bin echt mal gespannt. Ship upgrades applied. So, wir haben hier schon bereits. Wurden hier schon alle geupdatet? Ja. Ja, nice. Dann kümmern wir uns mal um dieses System. Das ist ein Grenzgebiet auch, ja. Grenzgebiete will ich ja befestigen. Lass mal nochmal. Ist schon durch? Ist das schon durch? So schnell? Nochmal. Ship upgrades applied. Ja, cool. Hier haben wir es jetzt auch gemacht. Wie sieht es im Loisar-System aus? Ship upgrades applied. Ist es denn jetzt durch? Ja. Oh. Abstimmung im Senat ging verloren. Kümmert uns jetzt nicht so weiter. Hier kann nicht verbessert werden. Ist schon verbessert scheinbar. Hier auch. A new world has been colonized. Ah, wir haben jetzt eine neue Welt kolonisiert. Und zwar das Jupiter-Habitat, Leute. Wir können jetzt im Jupiter ja loslegen. Ne? Also, überlegt mal. Freizeitdistrikt. Sollen wir ein Freizeitdistrikt bauen? Hm. Eigentlich sollte das ja hier so ein Generator-Distrikt werden. Hm. Wie gehen wir damit um? Wir werden erstmal dafür sorgen, dass hier eine Dienstleistung entsteht. Dass die hier ja so ein bisschen Fun haben. Das ist ganz wichtig. Also ein Holotheater. Her damit. Stabilität 50. Handelswert. Warum? Naja, werden wir sehen. Also das Jupiter-Habitat steht, ihr Lieben. Und das gucken wir uns das dann an. Also, wir waren ja hier weiter im Gange. Schauen uns mal das Schleiersystem an. Ich werde bei den nächsten Malen mich mal darum bemühen, dass ich vielleicht so diese Upgrades der Grenzen vielleicht offscreen mache. Dann nerve ich euch nicht damit. Ship upgrades applied. So, hier wurde jetzt auch geupgradet. Hohe Föderationszentralisierung. Was bedeutet das? Was bedeutet das, Leute? Gesetze. Oh, ist das jetzt weggegangen? Oh, ich habe nicht aufgepasst. Mist, Mist. Naja, egal. Also hohe Das war doch hier bei den Gesetzen. Wurde angenommen. Okay. Wir können jetzt diese Gesetze freischalten, ne? Reihenfolge. Residialbeschluss, Kriegserklärung. Eieieiei. Sehr interessant. Also das werden wir uns angucken. Wo waren wir stehen geblieben? Ibloranda.
Hier wollten wir auch noch mal gucken, ob wir das hier verbessern wollen. Ich lasse noch mal weiterhin auf normaler Stufe laufen. Ship upgrades apply. Perfekt. Diesen Sektor haben wir jetzt auch bedient. Erstmal so die kleinen hier in der Nähe. Der Rest läuft ja noch separat, so nebenher. Deswegen können wir uns das mal jetzt kurz leisten hier. Perfekt. Ship upgrades applied. Ruvas ist alles gut. Hier auch. Wer ist gestorben? Ein Admiral. Okay. Müssen wir mal einen neuen einstellen. Ship upgrades applied. Wo sind unsere Flotten? Der von der vierten Flotte ist gestorben. Ne? Dann nehmen wir mal einen neuen. Lebensdauer. Wir nehmen mal Admiral Abigor. So. Was ich hier nochmal gucken wollte, das haben wir jetzt schon gemacht. Das sind ja so alles Grenzgebiete. Das ist auch ein Grenzgebiet. Haben wir mal so ein bisschen mal so nebenher. Ship upgrades applied. A new world has been colonized. Okay, neue Welt wurde kolonisiert. Hier ist auch wieder Forschung, Construction ne? Completed. Das ist schon der Hammer. Abreißen. Wir konzentrieren uns hier mal auf, wo ist das hier nochmal? Konzentrieren in Dolok. Dolok soll ja ein neues Gebiet werden, ne? Und braucht dann natürlich einen Präsidenten. Oder einen Gouverneur, sagen wir mal so. Forschung, Mineralien. Ja, keine Ahnung, wie wir da jetzt sind. Ich nehme irgendjemanden hier. So. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wir müssen oder wir wollen hier jetzt eine Sternenbasis hinbauen. Welche entfernt man? Gute Frage. Ich glaube, das wird die hier sein. Weil so viele können wir ja nicht bauen. Machen wir es mal, ne? Weil wir werden ja dann... Ja, Piraterie. Gegen die Piraterie müssen wir was machen, ne? Oder nehmen wir Fuhir? Fuhir ist ja ein Planet. Gute Frage. Dann bin ich ein bisschen überfordert jetzt. Wir bauen den erstmal. Und dann schauen wir weiter. So, wir hatten ja hier nochmal geguckt, wie es ausschaut mit dem Bau auf den Planeten. Alles gut. Und wir waren ja dabei zu gucken, wo hier ja gewisse Wege durchführen sollen. So, da haben wir ja nochmal hier Folgendes. Wir ja nicht. Verteidigung, das ist vollkommen richtig. In Eam ja auch nicht. Ja, es stellt sich echt die Frage, ob das überhaupt Sinn macht hier. Okay, hier ja. Ob das überhaupt Sinn macht, hier sowas zu haben. Wobei, das ist hier jetzt auch ein Grenzposten, ne? So, aber im Prinzip, Grundschutz 17. Hier haben wir einen Grundschutz auch von 17.
Piraterie und Unterdrückung, Sternenbasis. Ob hier da die sechs noch da sind oder nicht, das ist ja auch egal, ne? Aber es sind, da ist halt ein Grenzgebiet, ne? Lassen wir mal so stehen. Und ich werde das hier mal so langsam abbauen. Wir machen das mal. Tigerei, ja, klar, so. Hier gehört das ja irgendwie dazu. Was hat der hier eigentlich für... Ja, hier machen wir, hier verbessern wir das mal. Den Rest, wenn es keine Grenze ist, es wird abgerissen. Fertig aus. Athen zum Beispiel. Will ich mir mal angucken. Athen. Wir reißen das mal ab. Kostet ja auch Unterhalt wahrscheinlich, ne? Was kostet dann Unterhalt? 0,7. Ist nicht hoch, ne? Wahrscheinlich jetzt schon mehr dadurch. Ich habe das mal abgerissen. Und wir gucken uns das mal an, was das bedeutet für den Piratenschutz dort. Saturn-Habitat ist vollständig und kann kolonisiert werden. Eieiei, das geht ja jetzt ratzfatz, ne? Das geht ratzfatz. Ship upgrades applied. So, kolonisieren. Natürlich mit Menschen. Oh, Leute, das ist echt, ich muss sagen, fängt an, Mikromanagement-lastig zu werden, muss ich gestehen. So. So, können wir dann auch gleich schon nach dem Saturn-Habitat, ratet mal, was dann kommt. Dann kommt hier unser Uranus-Habitat, würde ich mal sagen. Megastruktur bauen, Uranus-Habitat. Wie viele leben mittlerweile auf dem Merkur? Habitat schon 6 Bevölkerung. Alter, nicht ohne, nicht ohne. So. Athen wollte ich gucken, was das Piraterie-technisch hier jetzt bedeutet, ne? Ich vermute mal, hoher Flottenbeitrag. Ja, machen wir mal. So, dann. Dann haben wir Folgendes. Wertehandelsroute. Aber das bringt irgendwie nur 6, ne? Joa, fein. Katzabius werde ich jetzt auch noch mal gucken. Katzabius kann das auch mal weg. Wobei, ich gehe mal der Reihe nach. So. Athen haben wir ja jetzt. Dann schauen wir jetzt noch mal Fang Nao an. Fang Nao ist... Knowledge is the key to the universe. Geht gleich weiter. Wir haben was erforscht. Röntgenlaser. Jo, das müssen wir einführen. Jetzt mal werfe... Erkundungsgeschwindigkeit 33. Schilde. Energienexus. Ich glaube, wir wollen ja so ein bisschen schon auf Energie gehen. Deswegen nehmen wir mal Energienexus und gucken mal, ob wir einen Feldmanipulationsforscher haben. Ja. Nämlich der auf der VSS Newton ist. Und da nehmen wir dann mal jemanden. Wo ist denn die VSS Newton hier? Da musste ein neuer Wissenschaftler rauf. Gar keine Frage. Adrian Katz kann hier mal weitermachen. Ja, super. Aber das bedeutet jetzt auch, Leute... Ich will mal den Flottenmanager angucken. Nee, den Schiffsdesigner.
Ja, wurde geupdatet alles. Muss ich das denn jetzt auch hier updaten an den Grenzen? Ja, muss ich machen. 40 zu 6. Warum? Was kostet sowas? SST-Klasse. Aha. Interesting. Naja, werden wir dann sehen, Leute. Also Verteidigungsplattformen müssen auch verbessert werden. Aber das alles ab der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fari.